Ein Artikel, 19-Jähriger pfeift auf Windows, Konstantin Koll arbeitet an neuer Oberfläche für Computerbetriebssysteme. Konstantin Koll ist heute hier bei uns, er ist mittlerweile 21 Jahre, der Artikel ist also schon 2 Jahre alt, ja. Mittlerweile Student in Dortmund. Wie heißt das Studienfach? Ich studiere Informatik und als Nebenfach habe ich theoretische Medizin belegt. Mhm. Theoretische Medizin, ist das sowas Spezielles? Was macht man da? Also in theoretischer Medizin betrachtet man ja alle theoretischen Aspekte der Medizin, also Anatomie, Biochemie, also alles, was nicht in die Praxis geht. Mhm. So, ein Betriebssystem. Heißt es immer, das ist sehr, sehr kompliziert, so etwas zu machen. Denn wir haben ja verschiedene Betriebssysteme mittlerweile erlebt. CPM haben wir früher mal erlebt. Und vor 10 Jahren begann das Ganze, mit 11 Jahren damals. Auf welchem Rechner? Das war ein Apple IIe-Computer, also nach heutigen Maßstäben Dinosaurier. Und dann kam, glaube ich, ein 286er, wie das so weitergeht. Wie es so weitergeht, ja. 386er, 486er. Ja, 486er habe ich übersprungen. Ich habe ganz lange mit einem 386er gearbeitet und dann kam gleich der dicke Pentium. Gut, ein Betriebssystem. Ich habe da mit Leuten vom Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik mal gesprochen. Ich habe die gefragt, warum haben wir eigentlich kein deutsches Betriebssystem, zumindest in den Ämtern laufen, wo wir einen Einblick in das Betriebssystem haben. Sagten die mir auch, ja, wer soll denn so etwas machen? Ist es denn wirklich kompliziert, ein Betriebssystem? Also ein Betriebssystem zu entwickeln ist nicht kompliziert, aber es ist sehr langwierig, weil sehr viele Aufgaben anstehen. Aber die einzelnen Aufgaben für sich betrachtet sind relativ einfach. Ja? Deskwork ist dabei herausgekommen, wir wollen uns das mal anschauen. Deskwork hat den großen Vorteil auch, dass ich Windows auf dem Rechner drauflassen kann und Deskwork nebenbei betreiben kann oder nur mit Deskwork arbeiten kann. Und vor allen Dingen hat es einen ganz großen Vorteil, drei Disketten, da ist alles drauf. Da ist alles gepackt drauf. Wenn man die Disketten installiert, dann ist das entpackte Programm etwa 6 MB groß, also immer noch sehr klein. Warum sind denn andere Betriebssysteme nur mit CDs zu laden? Das liegt daran, dass wir bei Deskwork wirklich nur das Nötigste implementiert haben. Der Benutzer wird also zum Beispiel auf bunte Icons an den meisten Stellen verzichten müssen und klickt stattdessen dann auf Worte. Denn ich meine, die meisten Leute haben im Kindesalter mühsam gelernt zu lesen. Warum sollte man dann auf irgendwelche Bildchen klicken, die nur unnötig Speicherplatz fressen? Gut, wir haben jetzt hier einen schwarzen Bildschirm, wir haben oben eine Kommandozeile. Wie geht's weiter? Das ist DOS, also Deskwork ist ein Programm, welches unter MS-DOS läuft. MS-DOS wäre der bevorzugte Unterbau für das Programm, aber es lässt sich genauso gut im DOS-Modus von Windows 95 oder 98 aufrufen. Das ist der Fall, also den wir hier haben. Also DOS sind quasi die Räder von einem Auto. Das sind die Räder vom Auto, die müssen da sein. Die wurden nicht neu erfunden, warum? Die wurden nicht neu erfunden aus dem Grunde, dass es sehr kompliziert ist, ein eigenes Dateisystem, Festplattenansteuerung für SCSI, IDE-Controller und alles zu programmieren. Mhm. Und es wäre auch sehr unsicher, wenn wir das machen würden. Warum sollte man das Rad neu erfinden? Das ist einmal da. Okay. Und jetzt sehen wir die Karosserie, die jetzt unter Deskwork vorkommt. Also wir können einmal gucken. Das Programm ist hier im Verzeichnis DW auf der Festplatte installiert. Mhm. Und es wird gestartet durch einen einfachen Aufruf dieser Datei, DW. Dann kommt das Programm, es kommen ein paar Statusmeldungen, was gefunden wurde. Und jetzt ist das System bereits geladen, es ist die Titelanimation. Und die lässt sich dann durch einen Druck auf eine beliebige Taste abbrechen. Und man kommt dann in den Eingangsbildschirm und kann loslegen. So, was kann man alles machen? Ja, also wir haben sämtliche Menüpunkte, Befehle, Programme in einer baumartigen Struktur angeordnet. Also Sie sehen, dass hier einige Menüpunkte rot hervorgehoben sind. Ja. Wenn man die jetzt zum Beispiel anklickt, dann kommen Untermenüpunkte, die dann zu den einzelnen Programmen oder Befehlen des Systems führen. Ich denke, wir sollten mal ganz oben anfangen. Ja gut, System. Bin mal gespannt, was herauskommt. System finden sich alle Dinge, die man am ehesten mit einem Betriebssystem assoziiert, also das Einrichten des Systems, das Erforschen der Hardware. Wenn ich zum Beispiel auf Hardware erforschen klicke, kommen Unteroptionen, mit denen ich dann verschiedene Aspekte des Systems untersuchen kann. Also zum Beispiel die Partitionierung der Festplatte, welches Dateisystem verwendet wird oder auch wie viel Arbeitsspeicher zurzeit noch verfügbar ist. Oder Informationen über die vorhandenen Laufwerke, also alle technischen Dinge, die einen reinen Anwender nicht interessieren, brauchen. Mhm. Unter System kann man dann zusätzlich das Betriebssystem konfigurieren. Hierbei kann man im Gegensatz zu anderen Betriebssystemen relativ wenig kaputt machen, weil das System selbsttätig Fehler des Benutzers aufspürt und einfach abloggt. Also die Einstellungen im System fangen dann von so oberflächlichen Dingen wie zum Beispiel dem Farbschema an. Wir können also beliebige Bildschirmlayouts wählen oder die Systemzeit einstellen oder verschiedene Bildschirmschoner installieren und wählen, welche Sie haben möchten. Und bei den Bildschirmschonern wird dann auch schon ein Aspekt des Betriebssystems deutlich. Und zwar beherrscht Deskwork kein Multitasking im herkömmlichen Sinne,
sondern Deskwork wurde als ein Realzeitbetriebssystem implementiert, sodass zugunsten einer schnellen und lückenfreien Programmausführung auf die Multitasking-Aspekte verzichtet wurde. Das heißt, Sie haben zum Beispiel eine ruckelfreie 3D-Animation in vielen Programmen. Diese 3D-Animation benötigt das keine 3D-Grafik. Das würde auch mit einem 386er laufen. Das würde ab einem 386 SX laufen. Auch so schnell? Nein. Leider nicht. Es wäre, dann würde diese Animation zu einer Diashow verkommen, aber es funktioniert immerhin. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ist das alles selbst programmiert? Das ist in alles. In diesen 10 Jahren? Das ist in diesen 10 Jahren alles selbst programmiert. Das ging mit welchem Wissen los? Mit Basic? Ging, wie bei sehr vielen Leuten, mit Basic los. Später, vor ein paar Jahren, kam dann Pascal dazu und ein ganz gehöriges Assembler-Wissen, was man eben braucht, um solche Sachen schnell zu programmieren. Ja. Also die 3D-Engine ist vollständig in Assembler programmiert. Jetzt können wir uns nochmal anschauen, da ist auch ein Kalender dabei und Textverarbeitung ist, glaube ich, auch selbst programmiert, ne? Ja, gut. Also es sind verschiedene Dienstprogramme da. Die findet man dann unter Daten, denn diese Programme dienen ja eigentlich dazu, Daten zu erzeugen. Ich könnte jetzt zum Beispiel einmal eine Adresse anlegen. Dazu klickt man dann unter Daten auf Neue Daten erstellen. Deskwork zeigt dann sämtliche Datentypen an, die das Programm kennt. Klicke ich auf Adresse und dann kommt hier so ein Dialogfeld, wo ich dann die Adresse eingeben kann. Also zum Beispiel die Adresse, wo man das Programm auch bestellen könnte. Aha, da kommen wir so langsam zum Kaufmännischen hier. Genau. Ja. Dortmund, ich könnte jetzt zum Beispiel für mich auch ein Geburtsdatum angeben. Ich verzichte mal einfach auf den Datenschutz und gebe dann tatsächlich mein Geburtsdatum an. Das ist der 24. Für die vielen Geschenke oder was? Ja, genau, über Geschenke freue ich mich immer. Ja. Hat aber noch ein bisschen Zeit, der nächste Geburtstag. Also 24. August, dann speichere ich das ab. Das war gerade 21 geworden. Ganz genau, noch ganz jung. So, unter vorhandene Daten sieht man dann wieder sämtliche Datentypen, die Deskwork kennt. Das sind ein bisschen mehr, als man erzeugen kann, weil Deskwork einige Datentypen selbst verwaltet. Zum Beispiel für die Spiele, die wir gleich noch sehen werden, die Highscore-Tabelle. Die Datentypen werden automatisch angelegt und nicht vom Benutzer verwaltet. Ja, gut, wir wollen jetzt mal ein Spiel mal sehen, mal schnell. Ja, klar. Das sind Programme. Die Spiele sind nicht unter Daten zu finden, weil man mit Spielen eben keine Daten verwaltet. Findet sich ja im Menüpunkt Deskwork-Spiele. Und dann könnte man hier wählen, welches Spiel man spielen möchte. Shanghai, das ist ein altbekanntes Spiel, das kennen viele sicherlich als Mahjong. Auch selbst programmiert. Das ist auch selbst programmiert, auch die Grafik ist selbst gezeichnet. Das ist ein ganz bekanntes Spiel, das findet sich für fast jedes Betriebssystem. Okay, jetzt müssen wir mal darüber reden, diese 3 Disketten, ihr verkauft ja auch das Betriebssystem, es sind mittlerweile ein paar junge Leute, die da zusammenarbeiten, im Team zusammenarbeiten. Ich glaube 25 Mark kostet das Betriebssystem. 25 Mark kostet das System. Für wen ist das denn gedacht jetzt? Also das Betriebssystem hat verschiedene Benutzergruppen. Das sind erstmal die Leute, die im Keller vielleicht noch den alten 386er stehen haben und mit dem etwas Sinnvolles anfangen möchten. Oder es sind auch Einsteiger, die sich mit einem Computer noch nicht besonders gut auskennen und deshalb besonders darauf angewiesen sind, dass sich Deskwork sehr leicht bedienen lässt. Mhm. Also es ist narrensicher. Ich glaube, das wäre eine schöne Sache für Schulen auch. Auch für Schulen. Wir können uns gleich mal verschiedene Simulationen angucken. Es ist zum Beispiel möglich, dank der 3D-Engine Moleküle in Echtzeit darzustellen. Also das ist allerletzte. Wir müssen uns beeilen. Weil gut, dann gucken wir jetzt. Ich sehe schon den Wolfgang Rudolph, er wartet. Gucken wir ganz schnell uns mal die Moleküle an. Das ist eine Datenbank, man kann auch Moleküle selbst erstellen. Ja. Dann klicke ich auf irgendetwas und dann wird das Molekül flüssig dargestellt. Ich kann dann wirklich verschiedene Darstellungen wählen, so wie ich es dann gerade brauche. Auch selbst programmiert. Das ist auch komplett selbst programmiert. Ich finde das toll, dass junge Leute mit dem Computer sich so auskennen und nicht nur einfach Ballerspiele irgendwo spielen, sondern dass sie selbst kreativ werden und dabei dann ein Betriebssystem herauskommt. Ja. Vielen Dank. Danke.